Jahre hier in der Schule und ich war nie hier drinnen. Komm, lass uns reingehen. Guten Tag. Sind die Büroräume vom Bezirkskonsistorium Mediasch. Das Bezirkskonsistorium ist eine Einheit, die die Arbeit auf den vielen kleinen Dörfern um Mediasch herum koordiniert. Es sind so 45 Orte, die dazugehören, mit jeweils einer Kirchenburg, einer Kirche, vielleicht noch ein paar Häusern, ein bisschen Grundstücke, die früher alle zu einem Pfarramt gehört haben. Und jetzt in der Weihnachtszeit passiert allerhand hier. Dann machen wir hier im Bezirkskonsistorium für alle Leute, die auf den Dörfern wohnen, ein Lebensmittelpäckchen und für die Kinder ein Päckchen mit Süßigkeiten. Ich war letzten Sonntag in Frauendorf beim Gottesdienst und habe gesehen, es waren sehr wenig Leute dort und die meisten wurden mit dem Auto von anderen Dörfern abgeholt. Wie schafft man es, die ganzen Kirchenburgen zu erhalten, wenn so wenig Leute sind, die sich darum kümmern? Ja, so eine Kirchenburg ist ja dadurch entstanden, dass viele Leute in dem Ort waren, die dort gewohnt haben und diese Burg gebaut haben. Und sie auch genutzt haben, die waren ja im Gottesdienst. Und da sieht man, in vielen gibt es so viele Bänke, dass man gar nicht mehr hineingehen kann. So groß waren die Gemeinden. Jetzt ist es tatsächlich so, dass in vielen Orten ganz wenig ist und es gibt sogar Orte, da ist gar niemand mehr. Und diese Frage ist eine sehr, sehr schwere Frage. Wie schafft man das? Es gibt heute natürlich Möglichkeiten, die man früher nicht hatte. Und das würde ich bezeichnen als Projektarbeit. Das heißt, setzt sich jemand an den Schreibtisch und überlegt, wie könnte ich Geld bekommen, um so eine Kirchenburg zu erhalten? Und dann wird ein ganzes Projekt geschrieben, eine Dokumentation. Und da sucht man dann einen Geldgeber dafür. Und wenn man einen gefunden hat, dann kann man versuchen, allerhand Renovierungsarbeiten damit zu machen. Gibt es genug Mitarbeiter für diese Projekte? Das ist eine sehr gute Frage, die stellt man sich bei jedem Projekt immer wieder. Das Büro hat eine Sekretärin. Es hat eine Managerin, die auch für Projekte zuständig ist. Es hat eine Buchhalterin, es hat einen Verwalter. Und dazu gibt es dann noch zwei Männer, beziehungsweise die Arbeiten ausführen können. Und es gibt dann Baufirmen, es gibt Installationsfirmen, es gibt Firmen für Außenbereich. Und wenn man dann zum Beispiel ein Projekt mit EU-Geldern versucht, dann dauert das auch relativ lang. Und das geht natürlich hier durch dieses Büro durch. Und da sind dann sehr viele Leute impliziert, da reicht so ein Büro bestimmt nicht. Wie ist das mit den Gottesdiensten auf den Dörfern? Wie regelmäßig sind die? Für die Gottesdienste gibt es einen Gottesdienstplan. Nach diesem Plan finden die Gottesdienste statt. Das heißt, es kommen an verschiedenen Orten immer mehrere Leute zusammen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Ich habe mich gefreut, dass so viel Interesse dafür da ist.